Nein, das muss reichen, Hermann. Sollen sich daheim amüsieren? Oder? Ja, sehen wir dann, ja? Kommen wir nun zum wichtigsten Tagesordnungspunkt einer Jahreshauptversammlung, die Wahl eines neuen Vorstandes. Diese Wahl kann aber nur dann erfolgen, wenn der bisher amtierende Vorstand Rechenschaft über sein Geschäftsjahr abgelegt hat. Deswegen davon muss ich den bisher Kassierer des Vereins, Fritz Liesmann, um Verlesung des Rechenschaftsberichtes bitten, bitte schön, Rechenschaftsbericht. Ja? Nein! Wie nein? Nein, Herr also. Entschuldigung, aber wir haben doch diesmal wirklich schriftlich festgelegt, dass wir erst am Höhepunkt, nämlich am Ende des Abends, die Vorstandswahlen und natürlich auch den Rechenschaftsbericht. Das hast du vielleicht mit dir ausgemacht. Nein, ich hab's jetzt eingeläutet. Natürlich hast du es jetzt eingeläutet. Hat ja jede Sau gemerkt. Ich sag, denkt jeder, wie steht denn jetzt da? Blöd. Ja, eben. Weil jeder denkt, wo bleibt jetzt der Rechenschaftsbericht? Wer soll ich denn den Rechenschaftsbericht jetzt ablegen, Hermann? Ich habe um Gottes Willen nicht, dass der Eindruck entsteht, als wollte ich überhaupt keinen Rechenschaftsbericht ablegen. Im Gegenteil, ich habe nie etwas lieber abgelegt, als wir Rechenschaft, das muss ich dabei sagen, nicht wahr? Aber ich habe doch noch gar keine Zahlen, Herr Mann. Dann erfindest du sie. Ja, was sind schon Zahlen? Zahlen müssen wir alle einmal im Leben, ob am Anfang oder am Ende. Irgendwann zahlen wir alle. Und deshalb denke ich mal, werde ich auch diesem Jahr wieder einen ähnlich transparenten Rechenschaftsbericht vortragen, wie in den vergangenen anderen Jahren auch. Und deshalb haben wir... Jetzt nimm doch... Was soll das? Ich bringe mich... Was soll das? Was soll... Was packst du mich die ganze Zeit an? Was soll das? Die Leute sehen das doch. Die sollen sehen, die sind mir doch ganz offen. Das ist mir so peinlich. Um Gottes Willen, nein. Das war der Rechenschaftsbericht vom vergangenen Jahr. Ja. So, haben wir es endlich, ja, mal. Also, schön mal. Was soll das Gekicher? Das wird doch jedem einmal passieren können. Sogar Kanzlerin ist das schon passiert. Ja. Entschuldigung mal. Also, wie gesagt, wir hatten in der vergangenen Session folgende Unkosten und Ausgaben. Was soll das denn jetzt schon wieder? Ich kann keine Spiegelschrift, Herr Mann. Das ist so schlimm. Oh. Stimmt, das kommt mir viel bekannter vor. Sag es doch gleich, mein Gott, lass mich in eine solche Falle laufen, bitte. Liebe Glieder, jetzt fällt es mir leid. Im letzten Jahr hatten wir 1.624 Kassen Kölsch. Oh, ein Rekord! Ja. So viel hatten wir noch nie. Ja. Großartig. Moment. Es hätte erheblich mehr sein können, wenn ich nicht eine Woche krank gewesen wäre. Im Gegenteil, wir haben so viel gesoffen, weil man gerade nicht da war. Zweitens hatten wir eine Kiste Pilz. 9 Flaschen. Wie kommen denn die 9 Flaschen Pilz in den Rechenschaftsbericht? Was soll das? Tu doch nicht so scheinheilig. Was soll denn das? Das halten wir seit Jahrzehnten. Ach. Halten wir das vorrätig für deine eventuell kommende westfälische Verwandtschaft. Ja? Entschuldigung, die ist doch nie gekommen. Sie sind nie gekommen, aber sie ist ja gesoffen worden. Also bitte, irgendjemand muss ja gesoffen haben. Also, wer hat sie gesoffen? Pass mal auf, wollen wir doch mal offen darüber reden. Wer geht denn jeden Tag in den Keller und guckt nach, ob das Pilz für meine angebliche westfälische Verwandtschaft noch da ist oder ob es schon getrunken worden ist? Wer zählt in die Flaschen immer nach? Wer macht in die Flaschen auf und guckt, ob auch das, was draußen draufsteht, auch wirklich drin ist? Und säuft es so raus, Hermann! Gib es doch zu! Das ist mein Pflichtbewusstsein. Ach komm. Ist es denn besser, wenn das Bier schlecht wird? Nein, so ich finde es auch großartig, Hermann. Drittens hatten wir 723 Kartons Korn, A6 Flaschen, A28%. Also, das ist furchtbar. Ja. Das ist für die Frauen, das ist wie Likör, weißt du. Da musst du zwei Flaschen saufen, bis es mal knallt hier oben. Oh, da ist einfach nichts drin, da ist nichts drin. Pass mal auf, wer lacht denn der? Wer gackert da hinten so rum? Sauf du das Zeug doch beim nächsten Mal, verstehst du? Weißt du, was das heißt? Was das für ein Opfer für uns ist? Ja. Mit 28% Alkohol heißt ja auch 72% Wasser. Ja. Der musste. Verstehst du? Der musste erst mal durch, bevor du überhaupt an das Eigentliche kommst. In der Zwischenzeit hast du einen Freischwimmer. So ist es doch nicht mehr.
Aber gut, was soll's, Herbert? Ich hab schon Kapitänspatent an der Stelle. Wir haben GLG-Schein. Wir können durch jedes Weltmeer schwimmen. Wir kommen immer ans Ziel, an den Alkohol ran. Da könnt ihr euch sicher sein. So, ab viertens haben wir 943 Kartons Korn, ebenfalls 6 Flaschen, 48%. Ja, hier ist die zweitletzte Flasche, Leute. Das ist so weich, weißt du? Das spürst du gar nicht. Das ist doch, das ist das Schöne. Es ist so weich, Herr. Man muss die Dosis dem Alter anpassen. Es ist so weich, es schmiert, Herr. Es schmiert. Noch mehr? Es hebt die Stimmung. Gott sei Dank, Herr. Der Stimmbruch ist wieder zurückgekommen. So, liebe Glieder, so, kommen wir nun endlich zur lang erwarteten Bilanz. Wir haben auf der Habenseite haben wir nichts mehr natürlich sonst. Aber wir hatten da schon was. Natürlich haben wir schon was, muss man ja nicht erwähnen. Wir haben ja keine Hattenseite, wir haben eine Habenseite und da haben wir nichts mehr. Auf der Hattenseite hätten wir jetzt dann noch was. Wir haben es aber gehabt, aber es gibt keine Gehabt-Habenseite, keine Hattenseite, sondern wir haben eine Habenseite und da ist nichts. Ja. So. Und auf der anderen Seite. Dankeschön. Ich verbitte mir diese Unterbrechungen. Ja. Und da haben wir noch diese Sollseite. Auf der Sollseite sollten wir eigentlich auch nichts mehr haben, sonst hätten wir auf der Habenseite noch was haben müssen. Ja. Auf der Sollseite hätten wir natürlich was haben können. Ja. Aber es sollte eben nicht sein, dass also auf der Sollseite auch kein Haben mehr, sodass auf der Sollseite eine Null ist, sodass wir also auf der linken Seite, auf der Habenseite eine Null ist, auf der rechten Seite ist Null, Null ist Null, gleich Null bleibt Null. Einen ausgeglichenen Kontostand haben wir noch nie gehabt. Ich bedanke mich für das Vertrauen. Danke.